12.500 Kilometer. Das ist die Strecke von Berlin nach Tokio. Selbstverständlich würde kein Mensch freiwillig diese Entfernung zu Fuß zurücklegen. Jedenfalls nicht alleine. Doch Berliner Schülerinnen und Schüler haben genau das getan. Gemeinsam. Für den Wettbewerb der Deutschen Olympischen Gesellschaft und des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller von Berlin nach Tokio. Unsere Schule schafft das zu Fuß. Haben uns gedacht, wenn Sie von Berlin nach Tokio laufen, dann könnte das doch eine tolle Verbindung sein zwischen Bewegung, aber auch der Symbolik, dass wir Olympia auch noch in den Gedanken halten. 12 Tage lang hatten 200 Kinder pro Schule Zeit, ihre Schritte zu messen. Jede teilnehmende Schule erhielt dafür Schrittzähler mit DOG-Logo, die die Kinder nach der Aktion behalten konnten. Für die Kinder sehr, sehr motivierend, gerade in der schwierigen Zeit, in der wir jetzt stecken, auch als Schule und als Schulleiterin. Die Robert-Reinig-Schule aus Spandau absolvierte mit 15.552 Kilometern die längste Strecke. Eine Preisverleihung musste aufgrund der neuen Corona-Regelung abgesagt werden, trotzdem konnte eine Urkunde überreicht werden. Bei dieser Aktion kam zeitlich genau passend und richtig. Die Kinder waren hoch motiviert. Alles in allem ist das Projekt ein Erfolg auf ganzer Linie. Die Kinder haben bewiesen, dass man gemeinsam Mammutaufgaben bewältigen kann. Gerade in diesen Zeiten und wo die Zukunft so ungewiss ist, ist das eine wichtige Botschaft. Auch für die DOG. Und die Deutsche Olympische Gesellschaft versucht das bei allen ihren Aktionen. Wir können es nicht so machen, wie es bisher gewesen ist, aber wir können es machen. Wir können kreativ sein, wir erfinden neue Aktionen. Die Kinder haben den ersten Schritt gemacht, denn keiner würde alleine 12.500 Kilometer hinter sich bringen. Nun geht es daran, sich gemeinsam neuen Aufgaben zu stellen.